RF Kennedy Jr., der Neffe von JFK, ist kein Fan von Bill Gates Impfern in der Welt. Der mit großzügigen Gesten und gespieltem Wohlwollen fährt den Gates mit dem Gift das große Geld. Wenn Microsoft im Monopol die Impf-ID kontrolliert und diktatorisch die Gesundheit übernimmt, dann weiß Gates mit Sicherheit, trotz Millionen von Spenden, der Milliardengewinn ganz am Ende stimmt. So ist er schon die Kontrolle der NTA, geht an sich ran, in die Beratungsgruppe für Immunisierung. Das Ergebnis war irre, man verpflichtete jedem Kind 50 Dosen Polio-Impfstoff der Regierung. 490.000 Kinder bekamen schwere Lähmung, MPA-FP wird diese Krankheit genannt. Es war so klar, dass sogar Ärzte den Impfstoff kritisierten und so schmissen die Inder Gates aus dem Land. Seltsamerweise sank ganz plötzlich die Krankenzahl rapide, dass 2017 sogar die WHO zugab, dass die Polio-Explosionen nur vom Impfen kommen. Epidemien folgten weltweit bis zum Kongo. 2014 finanzierte die Gates-Stiftung Tests von experimentellen HPV-Impfstoffen. GSK und Merck hatten sie in Indien getestet, 23.000 Mädchen waren betroffen. 1.200 von ihnen litten unter schwerer Störung und 7 Mädchen waren schließlich tot. Indiens Regierung warf den Forschern schwer Verbrechen vor, der Fall ging hoch bis zum obersten Gerichtshof. 2010 finanzierte Bill Gates einen Versuch mit einem Malaria-Impfstoff von GSK. 151 Kinder starben, viele hatten Nebenwirkungen, trotzdem blieb Gates weltweit ein Star. This is for the people who have a righteous heart. These people who can separate the truth from the lies. The new time has come and the monsters have to fall. Bill Gates is in the light and his power's doomed to die. Durch die Man of Revec-Kampagne aus 2002 wurden tausende Kinder zwangsgeimpft. Bis zu 500 der Kinder erkrankten danach schwer, sodass die Presse über diesen Wahnsinn schimpft. Auch Mandelas Wirtschaftswissenschaftler Professor Patrick Bond sagt, das war unmoralisch und hemmungslos. 2010 stellte Geld der WHO noch 10 Milliarden. Was bezweckt der reiche Mann denn damit bloß? Wir müssen dieses Jahrzehnt zum Jahrzehnt der Impfung machen, sagte Gates und erklärt dann unverblümt, wie man durch Impfkampagnen einfach ganze Völker reduziert. Doch blieb er weiterhin beliebt und berühmt. 2014 impfte man dann Millionen von Frauen unter Zwang gegen Tetanus und dann, es kam heraus, dass man all die Frauen damit sterilisierte, sogar die WHO erkannte dies dann an. This is for the people who have a righteous heart. These people who can separate the truth from the lies. The new time has come and the monsters have to fall. The Gates is in the light. And his power's doomed to die. Die Studie Morgensen und andere aus dem Jahr 2017 zur DTP-Impfung der WHO belegte klar, dass diese Impfung viel mehr Tote brachte als die eigentliche Krankheit nirgendwo. Trotz allem hielt die WHO an diesem Giftcocktail fest, zwingt ihn heute noch Millionen von Kindern auf. Tja, wer wundert es, weiß doch mittlerweile jedes Kind, Bill Gates hat die WHO gekauft. Weltweit bekannt ist doch heute, dass Gates sie kontrolliert und spielt nach außen den lieben Philanthrop. Aber tausende von Quellen auf der ganzen Welt belegen, wo er hinkommt, sind viele plötzlich tot. Es ist sehr leicht zu durchschauen, was er wirklich will. Bill Gates geht über Leichen und das stur. Denn das Ziel ist nichts Geringeres als ein Impfzwang überall und eine totale Überwachungsdiktatur. This is for the people who have a righteous heart. These people who can separate the truth from the lies. The new time has come. And the monsters have to fall. Bill Gates is in the light, and his power's doomed to die. This is for the people who have a righteous heart. These people who can separate the truth from the lies. The new time has come, and the monsters have.